Ende letzten Jahres moderierte die Botschafterin des Malteserordens hier bei der UNO Genf diese Podiumsdiskussion, interreligiöser Dialog zur Konfliktverhütung und Lösung. Liebe Gäste, liebe Freunde, im Namen der Interparlamentarischen Union und des souveränen Malteserordens begrüße ich Sie alle zu dieser Veranstaltung, die, wie Sie wissen, im Rahmen der jährlichen Genfer Friedenswoche organisiert wurde. Of the annual Geneva Peace Week. The Interparliamentary Union and the Sovereign Order of Malta. Die Interparlamentarische Union und der souveräne Malteserorden haben diese Veranstaltung organisiert, um das Bewusstsein für den interreligiösen Dialog zu fördern und zu schärfen. Für die Konfliktverhütung und Lösungen sowohl an der legislativen als auch an der humanitären Front. In der Realität im Konfliktfall erfolgt dies in Form einer Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen aller Glaubensrichtungen sowie den lokalen und nationalen Behörden, sodass Differenzen überwunden und ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann, im Interesse des Schutzes, der Sicherheit und zum Wohle der Bevölkerung, für die sie verantwortlich sind. Euer Gnaden, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass etwa 400 Geschäfte von Nigerianern in Ghana zwangsgeschlossen wurden. Das führte zu großen Spannungen. Im Augenblick wollen wir die Krise lösen, indem wir parlamentarische Diplomatie anwenden. Sie sagten während des Podiums, dass wenn Religion ein Auslöser für gewalttätige Konflikte sei, traditionelle Diplomatie nicht immer der erfolgreichste Weg zum Frieden sei. Nun, Diplomatie ist die Kunst und Erfahrung, Verhandlungen zwischen Staaten zu führen. Today, however, we are witnessing more and more conflicts. Heute haben wir jedoch immer mehr Konflikte, die von nichtstaatlichen Organisationen angezettelt werden. Diese Konflikte basieren sehr oft auf ethnischen Spannungen, Land- und Agrarfragen. Wir erleben tatsächlich zurzeit die Kriminalisierung von Einheit. Aber wir bleiben im ständigen Dialog mit den verschiedenen Kirchen, Religionsgemeinschaften und den politischen Institutionen, um eine Lösung des Problems der Intoleranz zu finden. Denn in den letzten 6 Monaten sehen wir eine stetige Zunahme von rassistischen Bewegungen und Fremdenfeindlichkeit, vor allem gegen die am stärksten gefährdeten Menschen, Migranten und Flüchtlinge. Rassismus, Xenophobie, especially against those most vulnerable people, migrants and refugees. Intolerance and tolerance. Intoleranz und Toleranz. Das Wörterbuch definiert Toleranz als die Fähigkeit oder Bereitschaft, die Existenz von Meinungen oder Verhaltensweisen, die man nicht mag oder nicht akzeptiert, zu tolerieren. Toleranz ist jedoch kein Recht. Es ist mehr eine Stimmungssache, würde ich sagen, die sich jederzeit ändern kann und zu Intoleranz werden kann. Brauchen wir daher nicht gesetzlich verankerte Rechte anstelle von Toleranz? Nun, zunächst meine ich, dass Toleranz, die zwar keine rechtliche Verpflichtung ist, natürlich eine moralische ist. Ich glaube, dass die Rechte in den internationalen Übereinkommen gut verankert sind. Das Problem ist jedoch deren Umsetzung von zum Beispiel Abkommen des Menschenrechtsrates, die nicht vernachlässigt werden sollten, sondern stattdessen eine Priorität für alle Regierungen darstellen sollten. Internationale Zusammenarbeit und globale Partnerschaften sind daher von entscheidender Bedeutung, um Konfliktprävention und Lösung zu gewährleisten. Das war Teil 1 meines Interviews, Teil 2 in der nächsten Vatikano-Episode.